Hallo und herzlich willkommen zurück vom Let's Play von einem Klassiker aus dem Jahr 1987, Maniac Mansion. Und ich stehe hier draußen zusammen mit Bernhard und Dave, ich vergesse immer den Namen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wen steuere ich hier? Ah, okay. Dave oder David. Dem habe ich die Taschenlampe gegeben. Der Bernhard, bist du 3 oder 5? Ah. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich hoffe. Ja. Okay, was hat Bernhard noch? Radioröhre, Fruchtsäfte. Stimmt, Radioröhre. Ich gebe jetzt nochmal die Taschenlampe zurück nach Bernhard. Weil ich glaube, eventuell unten ist ein Sicherungskasten im Keller, wo ich gleich reingehen werde. Und eventuell kann er dies reparieren. Also machen wir es mal auf den Weg. Eigentlich wollte ich Bernhard benutzen. Aber jetzt kann ich auch was komplett anderes machen. Nämlich die oberen Räume inspizieren. Diese habe ich nämlich das letzte Mal absichtlich nicht angeschaut. Eigentlich wollte ich woanders hin, aber ich schaue mir mal diesen Raum an. Ich weiß ehrlich nicht mehr, was hinter welchem Raum sich verbirgt. Ich weiß ab und zu nur da und da ist dieser, also es gibt diesen und diesen Raum, aber ich weiß nicht, wo die alle sind. Ah, das Musikzimmer. Moment, habe ich die Kassette noch? Ah ja, ich habe die Kassette noch. Dann kann ich jetzt mal versuchen, die Kassette hier reinzustecken. Moment, mal benutze. Nee. Einschalten. Versuche ich mal. Einschalten. Kassettenrekorder. Aufnahme gestoppt. Okay. Ich habe eine Vermutung, was ich damit machen könnte, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß, wofür das Piano gut ist. Fernseher öffnen. Okay. Kann ich die Platte nehmen? Aha. Platte und Grammophon. Mal schauen, das müsste doch zusammengehen, oder? Okay, jetzt wieder einschalten. Mal das Grammophon. Ha. Wozu? Das könnte. Ich nehme den Ton mal auf. Ich weiß nicht, wofür denn das bringen soll, was das bringen soll, aber das wäre eine Möglichkeit. Jetzt machen wir, reicht ja mal. Aufnahme gestoppt. Das Grammophon machen wir auch wieder aus. Nervt schon langsam ein bisschen. Die Kassette nicht vergessen. Na? Ja, die Kassette, wunderbar. Das ist eine Vase. Die nehmen wir auch nochmal mit, die kleine Vase. Na? Papi benimmt sich sehr seltsam, seit er das Geheimprojekt begonnen hat. Ja und? Nun, Mami, ich mache mir Sorgen um ihn. Jahren war er nicht mehr beim Essen. Ja und? Und er bringt nachts immer diese seltsamen Körper in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Okay, nochmal die Vase mitnehmen. Was mir jetzt einfällt, ich wollte eigentlich nochmal ganz genau gucken, die exakte Geschichte von dem Spiel. Sicherheitshalber nicht. Nein, die Vase nicht, sicherheitshalber. Sie sieht sehr wertvoll aus.
Warte, dann drücken wir die auch mal. Drücken wir das Spiel. Kann nicht bewegen. Ziehen bitte auch nicht klappen. Okay. Wie gesagt, ich wollte die Geschichte nachgucken, was jetzt genau der Sinn von dem Spiel ist, weil früher hat mich das eigentlich nie interessiert. Worum geht's? Einfach nur spielen. Aber jetzt wollte ich euch zumindest sagen, was alles passiert ist, weil ich weiß auch nur, dass ein Meteor gelandet ist und der, wie heißt der Fred? Ich vergesse immer. Der Dr. Fred hat halt seine Freundin entführt. Mehr weiß ich aber auch nicht. Vielleicht gibt es auch nicht mehr zu wissen. Ich wollte es nachschauen, aber leider vergessen. Macht nichts, wir gucken jetzt hinter dieser Tür. Aha. Okay. Das kann ich, glaube ich. Die Wachsröte, gut. Immer alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Ich weiß nicht, wofür das alles gut ist, aber hey. Warte mal. Staffelei. Lese. Also ich wollte eigentlich wissen, was kann er mir sagen. Hoppala. Nee, lese. Da ist nichts zum Lesen drauf. Okay. Was ist da hinten? Kiste und Zeichnung. Kann ich die Zeichnung nicht mitnehmen? Weil, sollen wir mal schauen. Ich kann das nicht aufheben. Okay, dann nicht. Ja, dann gehen wir wieder raus. Haben was mitgenommen. Das sollte erstmal aus diesem Raum reichen. Und wir bewegen uns weiter nach den nächsten Flur rein. So, hier waren die drei Türen, die ich mit Bernhard nicht weiter erkundet habe. Ich wollte einfach nur schnell zum grünen Tentakel kommen. Oh. Ich wünschte, ich hätte die Taschenlampe jetzt dabei. Ja? Untersuchungstisch, Tür, Tafel, Untersuchungstisch, Tafel. Ey, Tischlampe. Ah, das ist natürlich jetzt. Warte, vielleicht. Moment, wo ist die? Doc per Postdiplom. Tisch. Wo warst du? Tischlampe. Ah, Tischlampe, okay. Ja, muss ich mir ungefähr die Höhe merken. Hier einfach Gesicht. Na? Okay, in der Mitte des Körpers einfach, dann ganz nach links. Gut, das sollten wir hinkriegen. So, wir haben die Mitte des Körpers. Ja, Volltreffer. Oh. Ja, wie ich mir schon dachte, ne? Ein Arztzimmer. Gucken erstmal nach rechts, was da alles noch Schönes ist. Aha, da ist ein Schrank. Medizinschrank. Man benötigt einen Spezialschlüssel. Hätte ich mir eigentlich denken können. Benutze echtes Skelett. Oh, das ist schauderhaft. Was ist hier noch? Medizinisches Plakat. Bäh, ist ja abstoßend. Kann ich den Tisch irgendwie? Hat er Schubladen? Scheint sich nicht zu öffnen. Okay. Dann wollen wir mal gucken, den Tisch. Ja, da ist was drin. Manuskript. Okay. Kann ich den lesen? Da, Manuskript. Sieht aus wie Memoiren von jemandem mit einem schrecklichen Schreibstil. Von einem Meteor? Sehr seltsam. Das war schon? Okay, dann gehen wir wieder raus zum Zimmer. Vielleicht hätte ich mir die Tafel noch angucken sollen. Ich dachte, die müsste ich noch öffnen, die Tür. Die ist aber schon offen. Gehen wir hier rein. Oh! Computerspiele, Video Fever, Disco Crazy, Alien Slime.
Die, Enemy, die. Meteor Mess, Kill Thrill. Münzbehältner, mal gucken. Die Maschine ist abgeschlossen, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Irgendeiner muss doch davon irgendwie auf sein oder so. Kann ich sie einschalten irgendwie, einer? Eingeschaltet. Aber der Strom fehlt. Okay. Wird mit Sicherheit bei jedem so gehen. Ne. Ne? Disco Crazy Spiel, ja. Beim Alien Slime genauso. Eingeschaltet. Die Enemy Die. Eingeschaltet. Meteor Mess. Genau das gleiche. Kill Thrill. Und das gleiche. Also. Liegt hier irgendwo ein Kabel herum oder irgendwas? Ich nix. Was ist das da oben? Hilfreich. Star Wars Poster. Und Air Hockey Tisch. Nehmen wir Star Wars Poster mit. Ich kann das nicht aufheben. Wieso nicht? Zu schwer? Sehr gut festgeklebt. Bernhard hat jetzt natürlich das Futter für den Tentakel. Also kann ich jetzt, kann ich an den Tentakel nicht vorbeikommen, aber ich glaube, ich kann mit ihm reden. Jetzt, am Anfang hört man ihn, dann nicht mehr. Na, warte mal, wie rede ich eigentlich? Schließe auf, repariere. Ich versuche einfach vorbeizugehen vielleicht. Gebt mir was zu fressen sonst. Was sonst? Umpf. Aha. Er droht mir, aber... Ich gebe ihm mal die Schüssel mit Wachsfrüchten. Wow, mein Lieblingsgericht, das war gut. Und nun? Nun bin ich durstig. Okay, wofür habe ich denn das Tentakelfutter? Jetzt muss ich mal schauen. Bernhard hat noch... habe ich denn nicht Fruchtsäfte mitgenommen? Farbentferner habe ich. Wofür brauche ich Farbentferner? Wo könnte ich den brauchen? Also Pinsel und Farbentferner gehören offenbar zusammen. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir jetzt noch machen. Gehen jetzt mal rüber zu Bernhard. Gucken, was er unten im Keller machen kann. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. So, da sind wir auch schon wieder. Und wieder zurück rein ins Haus. Okay. Ich brauche ja noch jemanden. Sonst komme ich da unten nicht rein. Sid ist ganz in der Nähe. Den hole ich mir jetzt mal dazu. Okay, aus der aus der Bücherei, nicht Musikzimmer. Ja. Ach, ich habe jetzt gedacht, hier wäre das Esszimmer, aber war ich in einem kompletten anderen Teil des Hauses. Okay, warte, ziehe. Ist euch egal, ob ich ziehe. Ne, komm. Kurz. Ne, nee, ist doch immer noch Sid. Bernhard ist. Warte mal, muss ich mal überlegen, welche Taste. Ja, jetzt habe ich ihn. Gut, runter in den Keller. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Taschenlampe auch wirklich funktioniert. Wo ist die Kettensäge?
Taschenlampe. Oder, nee, ein. Einschalten. Ja, gut, jetzt kann ich ein bisschen was sehen. Ah. Gut, hier ist ein Reaktor. Hier ist nichts. Mhm. Da war irgendwo eine Pfütze auch. Das kann ich mich noch daran erinnern. Okay. Ah, da ist diese Schleimpfütze. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben doch... Vielleicht kann ich ja die Schleimpfütze aufheben mit dem Krug. So rein. Ich glaub's nicht, aber... Bäh, das fasse ich nicht an. Okay. Ah, da ist ein Schlüssel. Silberner Schlüssel. Okay, da ist der Sicherungskasten. Repariere. Ah. Hm. Oh, da ist noch eine Tür. Habe ich die schon letztes Mal auch gesehen? Mist. Batterien sind alle. Vielleicht finde ich woanders neue. Ja, vielleicht ja. Warte, jetzt sollte ich den silbernen Schlüssel mal mit der Tür versuchen. Na, damit geht das Schloss nicht auf. Okay, dann versuchen wir hier mal wieder rauszukommen. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas hier machen kann. Jetzt hoffe ich, dass ich die Treppe finde. Kamin, Kernreaktor, ne, noch ein bisschen weiter. Gehe zu. Hallo. Na. Hoppala. Was ist Kernreaktor? Kernreaktor? Licht. Da ist ein Lichtschalter. Hm. Interessant. Zwischen U und den. Okay, muss man sich genau mal merken. Das U hier hoch. Ungefähr hier. Ja. Geht nicht an, oder? Tada! Manchmal ist es doch ganz einfach, aber trotzdem. Mehr kann ich, glaube ich, hier nicht machen, oder? Ich gucke mich noch einmal hier um, ob ich hier irgendwas sehe. Aber viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht sehen. Sicherungskasten habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Vielleicht kann ich die Radioröhre, aber... Es klingt... Na, ich versuche es trotzdem mal. Es klingt verrückt, es klingt bescheuert. Das scheint nicht zu funktionieren, ja, habe ich ja auch gedacht. Dann sollen wir hier mal wieder rausgehen aus dem Keller. Oder? Ja, wir gehen mal raus hier aus dem Keller. Sonst muss da immer ständig jemand stehen und den Kobold drücken, wenn jemand raus möchte, aber... Jetzt müssen wir überlegen, jetzt sollte ich versuchen, für den Tentakel etwas zum Trinken zu finden. Ich habe Fruchtsäfte. Aber Bernhard kann ja nicht an den Tentakel ran. Das traut er sich nicht. Ich denke mal, dann gebe ich das einfach Sid. Ich hätte das gar nicht machen brauchen. Einfach. Gut, der kann das auch. Gebe Fruchtsäfte. Nee. So, gebe Fruchtsäfte an Sid. Was gibt's noch? Radiohöre, das behält Bernhard. Das ist ein Kopfsalat. Ich gebe mal noch die Pepsi-Dose an ihm, falls der noch andere Sachen zu trinken möchte. Was machen wir mit silbernen Schlüssel? So. Gut.
Dann, wenn wir uns das nächste Mal aufmachen, um den Tentakel etwas zu trinken zu besorgen, damit wir weiterkommen. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss, weil das Schneiden, das nimmt doch ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Ich versuche immer nämlich immer die Zeiten, also die Zeiten, wenn ich in den Raum wechsle, da kommt ein schwarzer Bildschirm für mindestens 5 Sekunden für mich. Ich versuche die Zeit, das wirklich so rauszuschneiden, dass man das nicht ganz so drastisch merkt. Aber für mich ist das schon drastisch. Und wenn ich das alles drin lassen würde, dann würde man da wahrscheinlich 5 Sekunden lang warten, bis etwas passiert. Und das letzte Mal hatte ich, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr aufgenommen. Jetzt soll das erstmal das gewesen sein. Und wie gesagt, das nächste Mal dem Tentakel etwas zu trinken zu besorgen. Also bis dann.